So Leute, es ist soweit. Der eigentliche Start unserer Reise liegt vor uns. Die Startlinie ist markiert. Knut steht schon bereit und jetzt geht's für uns auf die große Reise auf die Panamericana. Oh, ich habe Gänsehaut, wenn ich das sage. Bis nach Alaska, Leute. Und ihr seid mit dabei. Euch nehmen wir mit. Ja, und ich würde sagen, Tati. Dann machen wir mal die ersten Schritte. Auf geht's, Panamericana. Ja, ich stehe hier noch und ich laufe jetzt einfach hinterher. Also, Panamericana zu Fuß wird unser Zweitkanal, auf jeden Fall. Immer die Person, die filmt, veröffentlicht die Videos, die wir beim Dreh so gemacht haben, wenn wir daneben stehen und selber filmen. Ne? Herrlich. Tschüss, Ushuaia. Es geht los, Anschnallen, Abfahrt. Allake Birk Palle Panamericana, du Birk Palle Panamericana, Allake Birk Palle Gea Panamericana. Wir fahren aber nur 10 Minuten. Erstmal, weil wir besuchen jetzt die Laguna Esmeralda noch. Die soll richtig schön sein, mega türkis, blau und so. Und die lassen wir uns nicht entgehen. Das ist der erste Stopp. Also tatsächlich nur um die 10 Kilometer von Ushuaia entfernt. Aber egal, wir sind heute losgefahren. Und wir wandern nicht alleine. Heute haben wir Freunde dabei, die wir an einer Tankstelle in Patagonien kennengelernt haben, mit denen wir das WM-Finale geguckt haben. Und die dürfen sich jetzt mal selber vorstellen. Hier sind Andres und Joana. Joana und Andres, stellt euch da gerne mal vor. Vamos juntos. Vamos juntos con ella a disfrutar una buena estadía. Vivimos en esta camionetita. Y bueno, nos encontramos con ellos hace muchos kilómetros. Y vamos por más. Es wird immer wärmer. Jetzt haben wir schon unsere Jacken ausgezogen, aber ich habe meinen Hut nicht dabei und die Sonne knallt hier zwischendurch richtig gut. Ja, ich habe Angst, mir den Kopf zu verbrennen. Ja, und jetzt wandern wir noch ein schönes Stückchen am Flüsschen, bis wir bei der Laguna Esmeralda sind. Den letzten Part erklimmen. Dann müssen wir noch ein Part erklimmen. Na toll. Look at this, guys. There's another part we have to climb up. Ah, no. Was noch? Max. Acá, acá, un poco más acá. Allá. Allá.
But look at the sheep. They're stones. Da hinten shootet noch ein Hochzeitspaar. Die sind hier am See unterwegs, in der Laguna. Und wir steppen jetzt komplett einmal durchs Gemüse zurück zum Parkplatz. Es wird nämlich langsam kalt. Wir haben viele schöne Aufnahmen gemacht. Es war sehr schön hier in der Natur. Ja, schön genossen. Und nun geht er zurück an Bord von Captain Knut. Und dann machen wir uns ready für die Wildfahrt. Wir haben es geschafft, die GoPro ist zwar gerade ausgegangen, aber jetzt nochmal ein High Five für die Kamera. Yes, we did it! Yes! Und das Beste ist, ein echter Uruguayo, ein Uruguayer, Andres, macht uns jetzt hier einen schönen Mate-Tee für uns alle. When it starts boiling, this turn off. Yeah, perfect. When you mix it with the bit of water that stays in the thermo, it's better for not breaking the thermo and for not burn yourself. The tongue. Burn your mouth. Hay que cambiar la bombilla. Estaba puesta así solo para sujetar tu hole de yerba y no caer. Ahora ya está hinchado, almost, casi, still have some water, it's okay, you can do it anyway, put the bombilla, it's good to, es bueno tapar la entrada de aire, así no se tapa, hasta el fondo. Pequeño detalle, pasar el agua de la caldera al termo. Lo vi caer. Preferentemente, si el agua está muy caliente, tirarla sobre la bombilla para no quemar la yerba al principio. No llegar hasta el tope, sino un poco más abajo. El primer mate, esperar un poquito para que no se lleve todo el sabor de la yerba.
Y después en los siguientes, mientras la yerba siga teniendo gusto, intentar verter siempre del mismo lado. Entonces, siempre de este lado, 5, 7 mates, 10 mates. Cuando pierde el sabor, de este lado, toma un poco más de sabor. Permiso. Y se comparte. Espera unos segundos por la temperatura. Sin quemarse. It's too hot, you need to wait. ¿Puedo hacer un peto? A little bit hot. A little bit hot. It's okay. And? Mm. Es immer noch bitter. Aber es ist nicht so bitter. Lady first. Ahora se van a calentar más. Capaz que le va a tocar a él más caliente. Espera un poquito. Es riecht schon mal ganz gut. Desserts are good for stomach. Yeah, perfect. Mm-hmm. Also yerba. Okay. It cleans a lot. Good? Ja, man. Oh. Yeah. Yeah. Thanks a lot for showing us how to make it. And yeah, we will try it again and try it and try it until you get it. And yes, and next time we will meet, I will make some mate for you. Yeah, definitely. Yes. Cheers. Thanks for sharing with us. So, das dritte Brot ist ready und was habe ich immer vergessen? Das Teil unterzulegen. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Den Omnia nicht richtig bedient und dann beschwert, dass er nicht funktioniert. So ein Quatsch. Ich bin gespannt, wie dieses Brot schmeckt. Es ist ein bisschen angebrannt, weil ich Backpapier hier benutzt habe. Das kratzen wir einfach ab und dann mal schauen, ob dieses Baguette etwas geworden ist. Das Brot ist ganz gut geworden. Wir machen jetzt quasi selber Hot Dogs damit. Das schmeckt echt gut. Ich bin überrascht selber. Was sagst du, Mathe? Kritik. Sehr gut gemacht. Das mit keinem richtigen Backpapier. Das war so Butterpapier. Deswegen ist es leider angebrannt. Einfach kein Profi, der Mann. Aber es war ja nur ein bisschen angebrannt. Das haben wir abgekratzt und jetzt ist es voll lecker. Ja. Und dazu gibt es ein kleines Omelette aus Champignons, Pilzen, Knoblauch, frischen Chili. Lecker. Happy. Hier haben wir gestanden heute Nacht und ja, optisch fragt ihr euch bestimmt, warum zeigen die uns jetzt sowas, aber man muss sagen, auch diese Plätze, ich gehe mal eben rein, der Wind ist so doll, wir müssen uns echt noch ein bisschen an die patagonischen Winde gewöhnen und ich weiß nicht, ob ihr überhaupt versteht, was ich sage, sonst muss Max das wieder richtig schön untertiteln.
nachher beim Schnitt wieder mega viel Heizung. Also, wir stehen hier oder wir feiern diesen Platz hier, weil hier gab es kostenlose, richtig heiße Duschen und kostenloses, wirklich im Verhältnis echt schnelles WLAN. Und auch wenn dann optisch das Ganze hier vielleicht nicht so der Traum ist, wie man sich das immer vorstellt, ist es aber richtig gut, um einfach mal runterzukommen. Und es war mega ruhig. Ah, du bist mein optischer Traum, mein Schatz. Oh, danke, du bist auch mein optischer Traum, mein Schatz. Nee, doch dazu war es so ruhig. Obwohl hier die Straße direkt nebendran ist, aber dieses Dörfchen scheint echt richtig verschlafen zu sein. Das heißt übrigens Cerro Sombrero, also Berg vom Sombrero-Hut. Wobei wir hier den Berg noch nicht identifiziert haben, der so aussehen könnte. Aber ja, so, jetzt habe ich richtig viel geredet und erzählt. Wir dachten, vielleicht ist das auch mal interessant, weil auch solche Stellplätze sind einfach für uns als noch nicht ganz so erfahrene Vanlifer traumhaft und immer eine Überraschung. Anschnallen! Wir fahren in die Anden, wir fahren in die Anden, wir fahren in die Anden. Nicht nur die Ausläufer von den Anden, die wir schon gesehen haben, sondern in die richtigen Anden. Ja, diese ganz eine feine Sache, das haben wir so auch noch nicht erlebt. Oh, herrlich, Wasser, Büsche und Bäume und Berge. Es wird einfach, wird nicht langweilig hier mit Landschaft und so. Ist immer schön, immer draußen, immer gibt es immer was zu sehen, mindestens Wetter. Chile, du gefällst es jetzt schon. Pisco Sour im Supermarkt, Pisco Sour auf der Speisekarte oder Getränkekarte und jetzt auch noch so eine gute, lecker aussehende Pizza. Ja. Mmh. Leckeren Torres del Paine. Bockstark, meine Damen und Herren. Das gefällt uns. Und eine lecker hausgemachte Limonade. Und obwohl wir schon von Cerro Sombrero bis nach Puerto Natales gefahren waren, hatten wir noch nicht genug. Nach dem Einkaufen und Pizzaessen ging es für uns weiter bis kurz vor Torres del Paine. Warum? Weil wir unbedingt unsere lieben Schweizer Freunde wiedersehen wollten. Das ist ungefähr die schönste Kurve, die ich je gefahren bin. Falsche Richtung gefüllt. Leckeres Frühstück. Was darf bei einem leckeren Frühstück nicht fehlen, Leute? Richtig. Die Aussicht. Und natürlich, ein leckerer Kaffee darf nicht fehlen. Das hier ist ein richtig leckerer, fantastischer Kaffee von einer Marke, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte. Viel wichtiger ist, dass uns dieser Kaffee spendiert wurde. Und deswegen möchte ich in dieser Kulisse nochmal sagen, danke Uwe, dass wir hier jetzt einen Kaffee genießen können. Dank dir. Da bist du heiß. Vielen, vielen Dank von dir. Das ist ein richtig guter Kaffee. Das ist nämlich Kaffee ohne Zucker. Hier in Argentinien und in
Ja, hauptsächlich in Argentinien haben wir bis jetzt nur Kaffee gekauft. Da ist ganz oft Zucker mit im Kaffee. Und das ist jetzt ein Kaffee, wo kein Zucker drin ist. Der ist ein bisschen teurer, aber ein edler Spender. Na gut, genug der schönen Worte. In Chile wissen wir es noch nicht. In Chile wissen wir es noch nicht, genau. Also wir sind jetzt seit gestern in Chile. Und da haben wir aber noch nicht nach Kaffee gucken müssen, weil wir konnten ja jetzt leckeren in Argentinien kaufen. Danke, Uwe. Man glaubt es kaum, es ist Premiere. Wir sind zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in unserem Van. Woo, die Schweiz ist an Bord. Jawohl. Und darauf trinken wir auf jeden Fall ein Royal Guard. Prost. Wir übernehmen jetzt Prost. Die ganze Flasche. Cheers. Ja, wir sitzen alle drin, obwohl wir so eine Aussicht genießen könnten. Hatten sie schon genug hier. Ja, muss aber den Grund erzählen. Es ist sehr windig hier und deswegen sind wir alle reingegangen. Aber jetzt hat der Wind aufgehört. Und also dann haben wir die... Hast du die Runde da? Oder eine große? Der Charge 2. Also relativ groß, relativ gut. Und das war scheißegal, wie rum du die hinstellst. Das hat immer guten Sound gemacht. Ja, ja, gut, aber... Es ist eine Kleinigkeit. Hauptsache, man kann jetzt Musik hören. Ja.